Hallo, guten Nachmittag, Kinder. Kinder. Kinder, setzt euch. Setzt euch, es ist Nachmittag, wir haben Deutsch. Ich sagte, setzt euch. Ich sagte, setzen. Ruhe. Bitte setzen. Schnauze, ihr Fotzen. Unterricht ist. So, Kaugummis bitte weg, Mützen runter, wie oft soll man es noch sagen? Papierflieger weg. Adi, wenn du nochmal so eine Geste machst, dann darfst du bei Mace nebenan nachsitzen. Das weißt du schon, ja? Dschihad, pack die Israel-Fado das Feuerzeug weg, es ist Rauchverbot hier drin. Chantal, bist du bitte so freundlich und nimmst das Crystal Meth vom Tisch, die Pause ist vorbei. Und ich sag's nochmal, die Papierflieger bitte weg und Handys aus. So, ihr müsst gut vorbereitet sein. Wir haben demnächst wieder einen Test angesetzt in 2 Wochen. Wichser. Das habe ich jetzt überhört. Wir schreiben demnächst einen Test und heute nehmen wir hierfür einen wichtigen deutschen Denker, Künstler und mittelscharfen Gesellschaftskritiker vor. Das Besondere, er ist wahrlich ein dichter Denker und er ist ein Denker der Gegenwart. Er selbst gibt sich den Namen Friedrich von Osterhal und der Mann wirkt mit seiner fundierten, messerscharfen Kritik an unserem verkommenen System und der hoffnungslosen Verdorbenheit der deutschen Jugend. Ja, er spricht euch an. Bis heute fort. Ja, er wirkt bis heute und er möge uns noch möglichst lang erhalten bleiben. Und weil diese seinen kritischen Werke gerade heute besonders brisant und wichtig für die Gesellschaft sind, schauen wir uns heute anhand ein, zweier Beispiele seine zentrale Kritik an dieser verlorenen deutschen Jugend an. Kinder, jetzt bitte ich darum, gut aufzupassen, weil das ist prüfungsrelevant. Das werdet ihr auch in einem Jahr noch brauchen. Wir sehen uns nun hierzu eine Gegenüberstellung der verheerenden heutigen Situation gegenüber der positiven Lage im Golden Age der Kaiserzeit an. Wir lesen. Moritz, fang an. Da du schwatzen kannst, kannst du auch lesen. Go on, bist ja sonst zu nichts nütze. Jugend um 1900 und Jugend heute. Die heutige Jugend ist, besonders im Westen, komplett vom Wege abgekommen. Siehe Ergebnisse der Grünen. Deshalb muss ihnen ein alternativer und patriotischer Weg angeboten werden. Die Propaganda in den Schulen macht es uns da jedoch nicht einfacher. Okay, danke. Und ich füge an dieser Stelle hier noch Friedrichs von Osterhals Zusatzkommentar hinzu, in denen er scherzhaft bemerkt, dass die leider vollkommen verdorbene deutsche Jugend von heute es keine Minute mehr in einem Schützengraben aushalten würde. Wisst ihr, ich hab's zwar auch nicht selbst miterlebt, aber ich kann euch versichern, 4 Jahre im Schützengraben sind eine kostbare, lebensnotwendige Erfahrung, um die es sehr bedauerlich ist, dass die heutzutage keine mehr machen kann. 75 Jahre Frieden sind zu viel. Aber zurück zum Bild. Was sehen wir hier und was beklagt der Künstler denn überhaupt in diesem Beitrag? Ja, Tim? Muss man halt nicht mehr unter 18 saufen, der? Falsch, setzen 6. Paula? Dass man früher noch mehr von Modi hielt? Nee, das auch nicht. Ich sag's euch. Stifte raus, mitschreiben. Die sinngemäße Aussage im Kontext mit den gezeigten Bildern ist... Früher
saß die moralisch und politisch noch gut erzogene deutsche Jugend nach Ende des Schulunterrichts, wo sie zu politisch strammen Nachwuchssoldaten des Kaisers, bevorzugt in der Marine, erzogen wurden, sehr gern besoffen in Biergärten und Schankstuben rum, um kurzsichtig, 14 Jahre später, begeistert dem Kaiser hinterhermarschierend in einen von allen Seiten unterschätzten Krieg zu stolpern. Das war die Jugend in den guten alten Zeiten, während ihr verdorbenes Pack heute auf komischen Demos einer schwedischen Heiligengestalt, manchmal sogar während der Schulzeit, hinterherlauft und dabei bekloppte Hüte tragt, mit denen ihr bloß so ausseht, als wärt ihr besoffen. How dare you? Was ist Propaganda? Propaganda, Mädel, ist die gezielte Verbreitung einer bestimmten politischen Meinung oder auch Idee. Das geschieht auch ganz gern mit unehrlichen Mitteln und Lügen. Wodurch das allgemeine Weltbild der Bevölkerung beeinflusst, geformt oder sogar gesteuert werden soll. Theoretisch geht das in jede politische Richtung, unabhängig vom Inhalt. Praktisch aber wird dieser Begriff auch unsachgemäß verwendet, ganz gerne, um damit rein die politischen Positionen seiner Gegner zu diffamieren. Nicht? Naja, lass es mich so sagen, wenn früher, vor über 100 Jahren im Kaiserreich, sprich in der Zeit, in der Friedrich von Osterhal gerne wieder leben würde, die Schüler im Unterricht zu Nachwuchssoldaten für den Kaiser, am besten in der Marine, erzogen wurden und ihnen auch beigebracht wurde, dass jeder, der was anderes denkt, unpatriotisch oder ein Verräter ist und dass dauerhaftes Aufrüsten zwischen allen europäischen Großmächten und 90% des Staatshaushaltes nur für Rüstung zu verballern, vollkommen ungefährlich für den Frieden in Europa ist. Und dass jeder, der was anderes denkt und der vielleicht dann auch noch zu republikanisch denkt, es unwert sei, Deutscher zu sein, dann ist das Patriotismus und Vaterlandsliebe. Also zumindest nach dem damaligen Mainstream und nach dem Gehirn von Friedrich von Osterhal. Wenn dagegen heute Schüler das machen und das lernen, was heute zum Mainstream gehört, manchmal leider, manchmal zu Recht, dann ist das Propaganda. Ah. Natürlich ist der Mainstream fehleranfällig und daher immer unbedingt zu hinterfragen. Bezüglich des Denkens unseres heute hier vorgestellten Vordenkers von Osterhal, da habe ich zur Verdeutlichung aber noch ein anderes Beispiel für euch. Wartet. Von Osterhal betrachtet nämlich zum Beispiel auch das Adjektiv solidarisch als einen sozialistischen Begriff. Na doch, irgendwo schon. Aber das hängt halt immer ganz von der Silbentrennung ab. So geschrieben ist der Begriff solidarisch vielleicht ein sozialistischer Begriff. So dagegen wäre es ein rechtsradikaler Begriff. Ach so. Damit es nicht zu Missverständnissen hier in meinem Unterricht kommt. Kinder, weder Patriotismus noch das Kaiserreich sind etwas Böses. Mit dem Begriff Gut und Böse sollte man sparsam umgehen. Ansonsten verfängt man sich nur in einem zu dichotomischen Denkgebilde. Das Kaiserreich ist sogar eine sehr, sehr bemerkenswerte und spannende Epoche der deutschen Geschichte. Wenn auch eine ziemlich kurze, denn das Kaiserreich ist noch nicht einmal 48 Jahre alt geworden. Es war aber eine wichtige Epoche, in der einerseits Deutschland es zu einer Top-Wirtschaftsmacht geschafft hat, in der Deutschland zur Großmacht auf dem Kontinent aufgestiegen ist und in der die deutschsprachigen Gebiete zum allerersten Mal zu einem echten Nationalstaat zusammengewachsen sind. Denn zuvor im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation hat es so etwas wie einen Nationalstaat nicht gegeben. Das Heilige Römische Reich war jahrhundertelang mehr oder minder ein loser Flickenteppich, das zwar einen Kaiser hatte bis 1806, aber de facto hatten die eigentliche Macht die jeweiligen Landesfürsten. Das Kaiserreich hat Deutschland weit vorangebracht, einerseits,
Andererseits herrschte allerdings im Kaiserreich sowie in vielen anderen europäischen Ländern dieser Zeit eine politische Mentalität und eine Auffassung von Patriotismus vor, die blind vor der Gefahr des drohenden Krieges machte und deren autoritärer, mit Kriegsrhetorik gespickter Charakter auf allen Seiten den Krieg mit herauf provoziert hat. Und dass man halt die Kritiker dieser Rhetorik und die Kritiker dieser Entwicklung diffamiert hat und ihnen abgesprochen hat, wahre Deutsche zu sein, war ein Riesenproblem. So waren die Vertreter der größten Fraktion im Reichstag, die das meistens kritisierten, die Sozialdemokraten, ja, da müsst ihr in eure Geschichtsbücher nachschauen, die gibt's nicht mehr. Die Sozialdemokraten, die den Kaiser am häufigsten kritisiert haben, waren damals, Zitat Kaiser Wilhelm, eine Rotte von Menschen, unwert, den Namen Deutscher zu tragen. Und der Reichstag war für ihn nur ein Reichsaffenhaus, weil der Kaiser sich mehr oder minder an die Zeiten zurücksehnte, wo die Könige noch absolut herrschten. Aber der Patriotismus selbst, Kinder, ist heute für gewöhnlich ebenso demokratisch wie jede andere gängig vertretene Meinung auch. Und Patriotismus kann einfach bloß heißen, dass man eine besonders ausgeprägte Liebe und eine große Wertschätzung für das eigene Heimatland hat und sehr viel Wert auf die eigene Kultur und deren Errungenschaften legt. Dass heutzutage immer wieder mal Patriotismus als Vorstufe zum Rechtsextremismus betrachtet wird, ist ein gravierender Denkfehler des heutigen Mainstreams. Kinder, nein, bitte, Kinder, stopp, 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 noch nicht zusammenpacken. Bitte lasst uns ganz kurz, ganz, ganz, ganz kurz für die nächste Stunde noch mal was aufschreiben. Geht ganz schnell. Ruhe, 68er-Pack! Lasst uns zum Abschluss noch ganz, ganz schnell die vier Osterhalschen Gesetze der Alternativlogik aufschreiben, die wir dann in der nächsten Stunde näher besprechen werden. Regel Nummer 1. Früher im Kaiserreich war alles besser. Regel Nummer 2. Meinungen links von der eigenen sind grünsozialistische Propaganda. Regel Nummer 3. An allem, das missfällt, sind die Grünen und die 68er schuld. Und last but not least, Regel Nummer 4. Das Ausmaß heroisierender Verklärung und Glorifizierung der Vergangenheit verhält sich umgekehrt proportional zum eigenen Ideenreichtum und der kognitiven Befähigung. So, damit Hammers, dann dürft ihr jetzt zusammenpacken. Und morgen lernen wir dann noch was über die Biografie dieses kühnen Vordenkers, die einfach wichtig ist, um sein Denken zu begreifen. Oder zu begreifen, dass das, was der da macht, überhaupt sowas Ähnliches wie Denken ist. Und dann erzähle ich euch auch, wie schon der kleine Friedrich als Säugling derart rebellisch war, dass er seiner Mutter mehrfach versehentlich vom Wickeltisch gefallen ist. Und wie er dann schließlich sogar von seiner Mutter in einem Bastkörbchen auf der Oder ausgesetzt wurde, wo er dann mehrere Tage herumtrieb und wie er dann glücklicherweise von einem Förster am Ufer gefunden wurde, dessen Jagdhunde ihn dann großzogen. Geht mit Gott, aber geht. Ich wünsche einen schönen Nachmittag, Kinder. Und wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch aufhängen.